Hast du unreine Haut, Pickel oder Akne? Dann pass jetzt gut auf, denn in diesem Video werde ich dir die tollen Eigenschaften dieser einzigartigen Wüstenpflanze erklären. Durch ihre dicken, fleischigen Blätter erinnert die Aloe Vera ein wenig an Kakteen, aber sie ist eine Lilienart. In ihrer arabischen Heimat ist die Aloe Vera schon seit über 6000 Jahren als Heilpflanze bekannt. In Mitteleuropa wird sie erst seit den 30er Jahren eingesetzt. Zunächst war sie den meisten Menschen hierzulande relativ unbekannt, doch seit einigen Jahren boomt die Verwendung der Aloe Vera und man findet sie in zahlreichen Kosmetika, Lebensmitteln und Alltagsprodukten. Bei der Aloe Vera und ihren Produkten muss man unterscheiden, ob das sanfte Gel oder das drastisch wirkende gelbliche Harz verwendet wurde. Gel und Harz sind in ihrer Wirkung so unterschiedlich, als würde es sich um zwei verschiedene Produkte handeln. Das Gel, das in den Blättern gespeichert wird, hat mannigfaltige Heilwirkungen, vor allem auf deine Haut. Er wirkt äußerlich entzündungshemmend bei folgenden Erkrankungen: Akne, Herpes, Pickel, Sonnenbrand, Brandwunden, Ekzemen, Hautirritationen, Insektenstiche, schlecht heilende Wunden und Zahnfleischentzündungen. Die frischeste Aloe Vera bekommt man, wenn man sie selbst im Haus anbaut. Sobald die Blätter groß genug sind, kann man sie abschneiden und das Gel, das darin enthalten ist, verwenden. Doch solltest du dies erst machen, wenn du über lange Erfahrung in Pflanzenheilkunde verfügst. Denn eine unsachgemäße Handhabung der Aloe Vera kann auch zu leichten Vergiftungen führen, speziell dann, wenn man statt dem Gel das Harz verwendet hat. Das frische Gel bekommst du aber auch praktischerweise in jeder Drogerie oder Apotheke. Und das frische Gel kann man einfach auf die betroffenen Hautstellen streichen. Das Gel enthält feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe und wirkt außerdem reizlindernd, leicht antibakteriell und auch entzündungshemmend. Sehr angenehm ist die äußerliche Anwendung des Gels auf der Haut. Man kann dieses Aloe Vera Gel mannigfaltig einsetzen. Da das Gel leicht kühlt, ist es vor allem angenehm bei so Sachen wie Sonnenbrand und Juckreiz. Wegen der juckreizstillenden und wundheilenden Wirkung kann man das Aloe Gel auch bei Neurodermitis und anderen Ekzemen einsetzen. Auch bei Schürfwunden kann das Gel lindernd wirken und die Wundheilung wesentlich verbessern. Die leichte antibakterielle und die wundheilende Wirkung macht das Aloe Vera Gel auch zu einem guten Mittel gegen Akne. Die Heilwirkung bei leichten Verbrennungen und Sonnenbrand ist durch medizinische Studien untermauert. Die anderen Anwendungsgebiete entstammen der Erfahrungs- und auch der Volksmedizin. Die Aloe Vera ist Bestandteil vieler, vieler Fertigprodukte. In manchen dieser Produkte sind nennenswerte Mengen des Aloe Gels enthalten, man kann sie daher ähnlich verwenden wie das frische Gel, sofern sie für derartige Anwendungen vorgesehen sind. Dies betrifft beispielsweise Cremes für die Anwendung auf der Haut. Eine Aloe Zahncreme wird man natürlich nicht auf die sonnenverbrannte Haut streichen, sondern besser zum Zähneputzen bei Zahnfleischentzündungen einsetzen. Viele Aloe Vera Produkte enthalten nur geringe Spuren der Aloe. Die Aloe ist in diesen Produkten hauptsächlich dafür enthalten, dass die Hersteller auf der Verpackung mit Aloe Vera werben können. Wie viel Aloe Vera in einem Produkt ist, kann man meistens nicht genau herausfinden. In den kleingedruckten Zutatenlisten findet man Zutaten in größeren Mengen jedoch weiter vorne als Zutaten mit geringen Mengen. Dadurch kann man in etwa die Größenordnung abschätzen, wie viel Aloe in einem Produkt enthalten ist. In kosmetischen Produkten für den Alltag ist eine geringe Aloe-Menge kein Problem. Denn eine Tagescreme ist üblicherweise keine Heilanwendung, sondern Hautpflege. Ein wenig Aloe in einer solchen Creme verstärkt nur die feuchtigkeitsspendende Wirkung. Die Mono- und Polysaccharide, also das sind die Einfach- und Mehrfachzucker, in der Aloe Vera wirken entzündungshemmend, antibakteriell, antiviral, antimykotisch und immunstimulierend und sogar verdauungsfördernd. Das sogenannte Acemanan, das auch im Ginseng zu finden ist, wird heute als der Hauptwirkstoff der Aloe Vera angesehen. Es handelt sich dabei um ein langkettiges Zuckermolekül, das bis zur Pubertät auch im menschlichen Körper gebildet wird, dann aber über die Nahrung zugeführt werden muss. Acemanan stärkt die weißen Blutkörperchen und das Immunsystem, wirkt gegen Entzündungen, reinigt und entsäuert den Darm, sodass einerseits mehr Vitalstoffe aufgenommen werden können und andererseits die gefährlichen Hefepilze in ihre Schranken gewiesen werden. Das Aloe Vera Gel enthält 7 der 8 essentiellen Aminosäuren, die über die Nahrung aufgenommen werden müssen, da sie der menschliche Organismus, wie bereits erwähnt, nicht selbst herstellen kann. Hier erwähne ich allerdings nur 2, und zwar jene, die so wichtig sind, wenn du Hautunreinheiten hast. Aloe Vera enthält Leucin, das Heilungsprozesse unterstützt.
Und Aloe Vera enthält Lysin. Es kurbelt die Bildung von Kollagen an, das deiner Haut Elastizität verleiht und ihren Alterungsprozess verlangsamt. Auch enthält das Aloe Vera Gel mitunter ätherische Öle, Saponine, Tannine und Salicylsäure, die entzündungshemmend und antibakteriell wirken. Leider verhält es sich nicht selten so, dass dort, wo Aloe Vera draufsteht, meist nur eine homöopathische Dosis Aloe Vera drin ist. Die heilsame Wirkung bleibt dann natürlich auf der Strecke. Und auf Folgendes solltest du beim Kauf hochqualitativer Aloe Vera achten. Erstens, um deine Hautunreinheiten zu bekämpfen, muss Gel sein und nicht Harz. Zweitens, kauf nur Aloe Vera aus handfilettierter und geschälter Bioqualität. Drittens, achte darauf, dass es kein Aloe Vera Konzentrat ist, denn dieses ist stark verdünnt, meist kostengünstiger und hat bei weitem nicht dieselben Kräfte wie der Aloe Vera direkt Saft aus biologischem Anbau. Fünftens, natürlich muss so ein Naturprodukt auch immer haltbar gemacht sein, denn es verdirbt ja schnell. Achte aber darauf, dass das Aloe Vera haltbar gemacht wurde durch Pasteurisierung, also durch Erhitzung, und nicht durch Zusatz von Chemie. Achte auf einen hohen Acemanan-Gehalt. Je höher dieser Wirkstoff dosiert ist, umso wirksamer ist auch der Aloe Vera Saft oder Gel. Hochwertige Aloe Vera Gels liefern um die 1200 Milligramm Acemanan pro Liter. Je weniger dieser Gehalt ist, desto billiger ist das Produkt und natürlich geringer in seiner Wirkung. Siebtens, als Richtwert kann hier auch der Preis dienen. Wenn es weniger als 20 Euro pro Liter kostet, so ist Vorsicht angebracht. Und so schnell verschwinden deine Pickel. Grundsätzlich sollte dir bewusst sein, dass Aloe Vera ein Naturprodukt ist und auch dementsprechend lange dauert, dafür allerdings nachhaltig. Sei also nicht ungeduldig. Dermatologen haben aber in Studien herausgefunden, dass Pickel, die mit Aloe Vera behandelt wurden, grundsätzlich ca. 70 Stunden schneller zurückgehen und heilen als mit gleichwertigen chemischen Produkten. Akne geht auch immer mit lokalen Entzündungen im Inneren der Talgdrüse einher. Aloe Vera bekämpft mit ihren entzündungshemmenden Eigenschaften auch diesen Prozess und wirkt somit lokal gegen eine Hauptursache von Akne. Aloe Vera Gel beschleunigt die Wundheilung und fördert die Regeneration deiner Haut. Auf Pickel aufgetragen sorgt es daher dafür, dass diese wesentlich schneller abheilen. Darüber hinaus hilft Aloe Vera Gel jedoch auch, Pickelnarben schneller verschwinden zu lassen. Auch hier fördert es eine Abheilung, Rötungen verblassen und neue sowie glatte Haut kann nachwachsen. Dies wurde außerdem in zahlreichen Studien belegt. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, solltest du Aloe Vera Gel bereits während der Wundheilungsphase auftragen. Denn das beschleunigt nicht nur die Wundheilung, sondern beeinflusst auch die Narbenbildung äußerst positiv. Auch bei Pickel am Rücken, an den Oberschenkeln, den Oberarmen, am Po oder sonstigen Körperstellen hilft natürlich auch das Aloe Vera Gel. Besonders toll, anders als viele andere Präparate, die fettig oder klebrig sind, kannst du Aloe Vera Gel auch bei Pickel auf der Kopfhaut benutzen. Trage das Gel auf einzelne Pickel oder auch auf die gesamte Kopfhaut auf. So versorgst du diese auch gleichzeitig mit wertvoller Feuchtigkeit, worüber sich übrigens auch deine Haare freuen werden. Trage das Gel großzügig auf den betroffenen Hautstellen auf und lasse es über Nacht oder mindestens eine Stunde einwirken. Am nächsten Morgen oder danach das Gesicht gründlich mit Warmwasser reinigen. Wiederhole das Ganze einmal täglich über einen Zeitraum von ca. 2 Monaten und dein Hautbild wird spürbar, schöner, glatter und weicher sein. Aber vergiss auch bitte nicht, weniger ungesund zu essen. Unterstütze daher immer diesen Prozess mit der Einnahme von frischem Gemüse und Obst.